Gebet ist Kommunikation. Vielleicht hast du den Satz schon mal gehört und hast überlegt, okay, aber was meint das? Wie kommuniziere ich und was sind die Hintergründe von dem Ganzen? Und ich habe heute für dich ein paar Tipps, um das besser zu verstehen, um einen Einstieg ins Gebet zu finden, um zu sehen, was bedeutet es, zu Gott zu beten und was kann das in meinem Leben auch für Veränderungen bringen. Und da habe ich dir heute eine Methode mitgebracht, die ziemlich cool ist und die relativ einfach für den Einstieg zeigt, wie Gebet funktionieren kann. Dass du auf deinem Weg schnell auch ja, Resultate siehst und merkst, dass Gebet tatsächlich was ist, was in unserem Leben einen Unterschied macht. Hi, mein Name ist Gunnar Engel und ich bin Pastor. Ich mache hier Videos, die dir dabei helfen, auf deinem Glaubensweg die nächsten Schritte zu tun. Cool, dass du dabei bist. Und ich habe heute für dich ein paar Tipps, einen Einstieg ins Gebet zu finden. Vorher möchte ich dir aber noch ein, zwei Sachen über das Gebet allgemein sagen. Denn wenn wir wissen, was Gebet bedeutet, können wir da auch ganz anders mit umgehen, ja? Du musst erst verstehen, was Gebet ist, damit du beten kannst. Zuerst die Frage, warum möchte Gott eigentlich, dass wir beten? Das ist eine gute Frage. Jesus hat mal gesagt, macht euch keine Sorgen, der Vater weiß schon, was ihr benötigt, noch bevor ihr gefragt habt. Ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem, der hat gesagt, Pastor, ich kann das nicht beten, ich kann Gott nicht erzählen, was ich getan habe. Dann kann der mich nicht mehr angucken, dann wird Gott die Beziehung zu mir abbrechen. Und ich habe gesagt, mach dir mal keine Sorgen, Gott weiß das schon. Gott weiß alles, was in dir vorgeht. Er wartet nur darauf, dass du zu ihm kommst und ihm davon erzählst. Denn unser Gebet drückt Vertrauen aus. Das ist der erste wichtige Punkt. Gebet drückt Vertrauen aus. Merkt ihr das? Gott ist, ja, Jesus sagt, unser Vater im Himmel. So fängt das berühmteste Gebet der Bibel an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und das Wort, das Jesus hier für Vater benutzt, das ist eigentlich mehr so wie das Wort für Papa bei uns im Deutschen. Ja? Das meint eine ganz enge Beziehung, nicht so eine Bezeichnung für jemanden, der weit weg ist. Ja, mein Vater irgendwo da hinten. Sondern nein, es meint meinen Papa. Das ist das Wort, was Jesus benutzt. Und uns als seinen Nachfolgern erlaubt, dieses Wort auch für Gott zu benutzen. Ist das nicht Wahnsinn? Ich finde das total crazy, dass Gott uns erlaubt, sich selbst, dass wir ihn Papa nennen dürfen. Das ist mein Vater, mein Papa, neben den ich mich setzen kann, um mit ihm zu reden, um mit ihm eine Beziehung zu haben. Und in dieser Anrede, da ist einerseits drin, Vater unser, ja, Papa im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das ist der nächste Satz, der kommt. Und damit drückt Jesus etwas von dem aus, was von Gott für alle Zeiten gilt. Gottes Name ist heilig und Gott steht über allen Dingen und Gott hält die Welt in der Hand und hält unser Leben und unser Atem, jeden einzelnen Atemzug, den wir tun, den tun wir, weil Gott uns den tun lässt. Das steckt da direkt mit drinne. Er hat eine ganz enge Beziehung. Papa, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ein Papa, der unglaublich, unendlich mächtig ist. Und im Gebet sollen wir uns immer wieder auf dieses Vertrauen zurückbesinnen. Ja? Gebet schafft Vertrauen. Gott merkt, wenn du zu ihm betest, dass du mit einer Einstellung des Vertrauens kommst. Der zweite Punkt, der wichtig ist beim Gebet, ist, dass Gebet Gemeinschaft schafft. Gebet sorgt für Gemeinschaft. Wenn du eine Beziehung zu einem Menschen hast, kann man vielleicht ganz gut erklären, wenn du eine Beziehung zu einem Menschen hast, dann kommunizierst du mit ihm, dann redet ihr, vielleicht schreibt ihr euch Nachrichten oder ihr redet face-to-face miteinander. Aber als Mensch definieren wir jede Beziehung, die wir haben, häufig darüber, wie viel wir kommunizieren. Ich sage nicht, dass ich zu einem Menschen, den ich noch nie gesehen habe, mit dem ich noch nie ein Wort gewechselt habe, dass ich eine Beziehung zu ihm habe. Sondern ich sage, Beziehung habe ich zu Menschen, mit denen ich Zeit verbringe, mit denen ich rede, mit denen ich meine Sorgen und Ängste teile, meine guten Dinge teile. Das ist Beziehung bei uns. Und um diese Gemeinschaft geht es auch mit Gott, dass wir mit Gott diese Gemeinschaft haben, dass wir erleben, dass er Gott ist. Und im Gebet erleben wir das, weil Gebet immer auch Gemeinschaft schafft. Und das ist eine besondere Gemeinschaft, denn das ist die Gemeinschaft von uns als Geschöpfen. Ja? Ich bin von Gott geschaffen, ich bin ein Geschöpf Gottes und er ist mein Schöpfer. Das ist eine besondere Gemeinschaft. Das ist die Gemeinschaft, die wir zu dem haben, aus dem wir unser Leben bekommen haben. Und der dritte Punkt ist, im Gebet haben wir Anteil daran, dass Gottes Wille geschieht. Das Vater unser geht weiter, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn wir das beten, dann sind wir direkt mit drin in diesem Geschehen. Ja? Gott gibt uns, und das ist ein Privileg, Gott gibt uns als Gemeinden Anteil daran. Wir dürfen Teil davon sein, was Gott in dieser Welt vorhat. Du bist Teil davon, was Gott in dieser Welt vorhat.
Das ist ein unglaubliches Privileg und das bringt mich immer wieder zum Erstaunen. Und vielleicht, je mehr du betest, umso mehr wird es auch bei dir für Erstaunen sorgen. Ich möchte dir jetzt zum Abschluss noch eine kleine Methode zeigen, mit der du Gebet üben kannst. Denn darum soll es ja auch gehen, Gebet zu üben. Und die orientiert sich an dem Wort, das Jesus für Vater benutzt. Ja, Vater unser, da steht das Wort Abba. Nicht die Band. Abba meint Vater in der Sprache, die Jesus gesprochen hat. Und vier Buchstaben, A, B, B, A. Und damit kann man sich wunderbar so eine kleine Reihenfolge fürs Gebet merken. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte damit anfangen, aber ich weiß nicht, wo ich anfange, versuch's mal mit dem Wort Abba. Kannst du direkt merken, das ist das Wort, was Jesus für Vater benutzt, das diese ganz enge Beziehung ausdrückt. Fangen wir an. Das erste A steht für Anbeten. Es ist gut, ein Gebet mit Anbetung zu beginnen, ja? Dass du erst einmal anbetest, wer Gott ist, ja? So fängt Jesus auch an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Er fängt nicht an, Gott, was ist bei mir gerade los oder Gott, wofür bitte ich, sondern er fängt bei Gott an. Und das ist immer eine gute Idee, bei Gott anzufangen, ja? Das erste ist Anbetung. Füll das Gebet am Anfang mit Worten, die in dir sind, die ausdrücken, was Gott für dich bedeutet. Gott, du bist großartig. Gott, du bist wie ein Vater für mich. Dein Name soll immer größer werden in meinem Leben. Dein Wille soll immer mehr zu meinem Willen werden, damit ich auf dem Weg gehen kann, den du für mich hast. Das ist der erste Buchstabe, das A. Danach kannst du übergehen zu dem zweiten Buchstaben, zu dem B. Und das B steht für Bekennen. Bekennen meint Sünde bekennen oder Fehler bekennen. Dinge, bei denen du von Gottes Willen abgewichen bist. Ja, unsere Beziehung zu Gott, die hat immer wieder Risse, weil wir Menschen sind und weil er Gott ist, weil sein Standard irgendwo hier ist und wir meistens außerhalb des Bildes hier unten irgendwie so rumdümpeln. Das meint, dass wir immer wieder zu Gott kommen und sagen, es gibt Dinge, die ich dir bekennen muss, Gott. Aber das Gute ist, dass das nicht schlimm ist. Gott wartet, dass wir das tun, weil dann unsere Beziehung immer wieder ins Reine kommt, weil Jesus genau das für uns getragen hat. All das, womit du zu Gott kommst, die dunklen Seiten in dir, bei denen du sagst, das sind Dinge, eigentlich möchte ich da gar nicht drüber reden. Gott wartet darauf, dass du ihm das bekennst und sagst, Gott, es tut mir leid, dass ich an dir gezweifelt habe, aber an deinem Wort gezweifelt habe, dass ich wieder dein Gesetz gehandelt habe. Und dann wird Gott sagen, in Jesus ist das alles schon vergeben. Es ist gut, dass du damit zu mir kommst, dass du diese Beziehung zu mir aufrechterhältst. Der dritte Punkt ist das zweite B, da geht es um Bedanken. Bedanke dich bei Gott für die Dinge, die in deinem Leben passiert sind. Es fällt uns leicht, gute Dinge zu finden. Danke zu sagen, wenn was gut läuft. Aber jetzt eine kleine Herausforderung. Bedank dich doch auch mal für die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind in deinem Leben, ja? Danke auch für die Dinge, von denen du in deinem Leben momentan sagen würdest, ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, warum ich auf diesem Weg gerade bin oder diese Beziehung kaputt gegangen ist oder warum auf meiner Arbeitsstelle das und das nicht funktioniert. Danke Gott auch dafür, weil darin können Möglichkeiten liegen, die dich im Glauben noch weiter wachsen lassen. Die dich in dieses Vertrauen, ja, ihr merkt, darum geht es wieder. Es geht darum, in allen Dingen Gott zu vertrauen. Es geht darum, Gott auch da zu vertrauen, wo es vielleicht schwer fällt. Das ist die Kunst an der ganzen Geschichte. Und der vierte Buchstabe, das zweite A, steht fürs Anliegen. Hier kannst du alles reintun, worum du Gott bitten möchtest. Ja? Wir haben schon gehört, Jesus sagt, Gott weiß schon, worum du ihn bittest und er weiß, was du brauchst, selbst bevor du es gesagt hast. Aber weil es um Beziehung und Vertrauen geht, ist es immer noch wichtig, es vor Gott zu bringen. Gott will das. Es klingt ein bisschen schräg, aber das ist Teil seiner Beziehung zu uns. Wir sind seine Geschöpfe und er wartet, dass wir zu ihm kommen. Und das sieht man an diesen Punkten. Er wartet, dass wir zu ihm kommen mit Anbetung. Er wartet, dass wir zu ihm kommen mit Bekenntnis. Er wartet, dass wir zu ihm kommen mit Bedanken. Er wartet, dass wir zu ihm kommen mit unseren Anliegen. Weil das eine Beziehung ist, wie ein Vater sie zu seinen Kindern hat. Genau das finden wir in unserer Beziehung zu Gott. Und die drückt sich im Gebet aus, weil Gebet Kommunikation mit unserem Schöpfer im Himmel ist. Ich möchte dich ermutigen zu beten. Nimm dir vielleicht eine Zeit am Tag, wo du dieses kleine Modell machst. Vielleicht fällt es dir am Anfang noch schwer, Worte zu finden. Dann kannst du auch erstmal Texte nehmen, die schon mächtige und bekannte Gebete sind. Zum Beispiel den Psalm 23, den findest du in der Bibel, im Alten Testament. Da gibt es ein Buch, das heißt die Psalmen. Wenn du da unter Kapitel 23 nachschlägst, da wirst du ein Gebet finden, was du wahrscheinlich schon mal gehört hast. Oder google einfach Psalm 23. Das Vaterunser, wir haben eben ein bisschen drüber gesprochen, ist auch so ein ganz bekanntes und mächtiges Gebet, was nach einem ähnlichen Schema funktioniert, wie das, was ich dir gerade erzählt habe. Vielleicht fängst du damit an, wenn du noch nicht direkt eigene Worte findest. Aber dann möchte ich dich ermutigen, frei im Gebet zu Gott zu kommen. Du wirst merken, dass gerade dieser Viererschritt, den ich dir gezeigt habe, dass das befreiend ist. Und je mehr du es machst, umso mehr wächst du in dieser Beziehung zu Gott. Und je mehr du in dieser Beziehung zu Gott wächst, umso mehr wirst du merken, wo die Bestimmung auf deinem Leben liegt. Nämlich
bei Gott zu sein, mit Gott zu leben, seinen Willen zu tun, auf seinem Weg zu gehen, auf ihn zu vertrauen mit allem, was in deinem Leben passiert. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Das war unser Video für heute. Schön, dass du dabei bist. Richtig cool. Schreib doch unten in die Kommentare rein, wenn es dir gefallen hat und was dir gefallen hat oder wie du betest. Das interessiert mich. Wie betest du? Schreib mir das unten unter das Video. Und ansonsten, wie immer, abonniere gerne den Channel. Teil das mit deinen Freunden, mit Leuten aus deiner Gemeinde. Vielleicht hast du Leute, von denen du die Ahnung hast, Mensch, eigentlich müssten die mal lernen, wie man betet. Dann schick denen doch das Video hier. Das ist ein richtig guter Einstieg dazu. Gerne auch auf Insta folgen. Da gibt es Einblicke in das Leben eines Pastors so im Alltag, was man da so macht, wenn man hier nicht Videos dreht. Und ich freue mich, wenn wir wieder voneinander hören. Ciao.